So, Mandy, wir sind immer noch in Herzberg bei Schnucki Du. Ihr habt eine coole Aktion, weil du bist nämlich auch noch auf jeden Fall hoch engagiert, was Tierschutz angeht. Erklär mal kurz, wo treibst du dich da rum? Ja, und zwar bin ich Mitglied beim Tierschutzverein Tierhilfe Südbrandenburg e.V. Und unser großes Ziel oder unser großes Vorhaben für die nächste Zeit ist es, ein Tierschutzzentrum zu errichten, wofür wir natürlich als nächsten Schritt angehen wollen, das Grundstück käuflich zu erwerben, und dafür benötigen wir eine gewisse Summe an Geld. Und da habe ich mir überlegt, wir machen hier eine ganz tolle Aktion bei mir im Laden. Und zwar wollen wir Katzen nähen, also quasi aus Baumwollstoff Katzen nähen. Ich stelle komplett das Material und die Füllung. Und wir sind jetzt auch schon 11 Frauen, die sich angemeldet haben, da mitzumachen. Unser Ziel ist es jetzt erstmal, 50 Katzen zu nähen. Und diese wollen wir dann gegen Abgabe oder gegen Abgabe einer Spende beim Tierparkfest in Herzberg abgeben, ja. Das sind dann Kuschelkatzen. Genau, kleine Kuschelkatzen zum Dekorieren, zum Schmusen für die Kinder oder für die Fensterbank. Dann erklärst du ein bisschen mehr zu diesem Projekt, was ihr da vorhabt. Worum geht es da konkret? Also konkret geht es darum, ein Tierschutzzentrum zu errichten, wo auf der einen Seite ein Tierheim ist und auf der anderen Seite quasi eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier, wo auch Aufklärungsarbeit geleistet werden kann, und wo auch ein Tierarzt dann mit vor Ort ist, der sich dann um die Tiere kümmert, und gegebenenfalls auch eine Tierpension, wo man Tiere unterbringen kann, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, müssen ja Tiere untergebracht werden. Oder so eine Art Kita gibt es auch in der Region schon ein paar Anlaufstellen, dass, wenn man ganztags arbeiten ist, dass man den Hund quasi früh in die Kita abgeben kann und abends wieder abholen kann. So dass wir quasi eine Kombination aus diesen Bausteinen haben, und dazu möchten wir zwischen Falkenberg und Übigau quasi ein Grundstück erwerben. Und ja. Dafür wird noch Geld gebraucht, sage ich mal. Genau, für den ersten Schritt. Genau. Aber ansonsten die Pläne habt ihr schon im Kasten so ein bisschen. Der Businessplan steht, es ist alles fix und fertig, und wir werden das jetzt in den nächsten Monaten angehen. Wie kam es zu diesem Engagement deinerseits? Hast du da so ein besonderes Herz für Tiere? Ja, habe ich schon immer, und auch durch die Elternzeit habe ich da ein paar ganz tolle, nette Leute kennengelernt. Und wir engagieren uns momentan tagtäglich auch also wir haben quasi so eine Hotline, wo man uns anrufen kann, oder eine Telefonnummer, wo wir auch täglich angerufen werden, wenn irgendwo Notfälle sind, Katzen gefunden werden oder Hunde, die quasi irgendwo rumlaufen oder ausgebüxt sind, die wir dann aufnehmen und wieder versuchen, über unsere Facebook-Seite auch die Halter ausfindig zu machen. Wir haben auch mehrere Futterstellen, wir arbeiten mit ganz vielen Pflegestellen zusammen. Jetzt gerade beginnt wieder die Zeit der Kitten, die dann aufgepäppelt werden müssen. Kurz für die, die es nicht wissen, was sind Kitten? Babykatzen. Ja, genau. Und ist ja ganz oft der Fall, dass die gefunden werden, bei uns vor die Tür gestellt werden, und dann päppeln wir die auf. Und dazu braucht man wirklich viel Engagement und Erfahrung, um diese Babykatzen dann aufzuziehen. Und da arbeiten wir, wie gesagt, momentan mit über 20 Pflegestellen zusammen. Ja. Wer sonst irgendwie Unterstützung dazu beitragen möchte, auch vielleicht für das Projekt, kann sich da auch wo melden? Also wir haben auch eine Internetseite und eine Facebook-Seite unter Tierschutzverein Südbrandenburg. Vielen Dank.